Bild fertig habe, wir gehen ein paar Stunden. Top der Hacke, Mann! Was ist das hier für eine Scheiße? Hallo ihr Lieben! Heute soll es noch meine Neuzugänge vom Februar geben und im Februar bin ich wieder etwas eskaliert. Ich war im Januar ja gut unterwegs. Ich glaube, da hatte ich 5 Neuzugänge oder so, ne? Also, da war ich echt gut unterwegs und da habe ich die Neuzugänge auch alle gleich gelesen. Diesen Monat bin ich etwas eskaliert und es sind etwas mehr Bücher geworden, die bei mir eingezogen sind. Ja, was will man da machen, ne? Da kann man nichts machen. Ich würde sagen, ich fange jetzt erstmal an mit diesem Video. Es sind aber auch einige Bücher von meinem Unpacking, ne? Das waren ja schon 7 Stück, die rauschen wir jetzt einfach noch mal so durch. Und ja, ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Video. Und wie ich gerade schon sagte, fangen wir mit den Büchern vom Unpacking an. Ich verlinke euch das Ganze hier oben nochmal in der Infokarte. Oh Gott, ich bin belagert mit Büchern hier. Das erste Buch von meinem Unpacking war Everflame Verräterliebe. Das ist der 3. und letzte Teil der Everflame-Reihe. Ich wollte diese Reihe gerne endlich beenden und ja, ich freue mich da schon sehr drauf, das zu lesen. Gerade weil das Ganze am Ende vom 2. Teil nochmal eine Wendung angenommen hatte, die ich nicht habe kommen sehen. Und deswegen jetzt umso gespannter bin, wie das Ganze ausgeht. Und ja, ich freue mich. Everflame, Verräterliebe. Ich stapel die jetzt einfach mal hier hinten so auf. Dann habe ich ein Buch vom HarperCollins Verlag bekommen, was ich nicht angefragt habe, was mir einfach so zugeschickt wurde, was ich eigentlich immer nicht so cool finde. Aber naja, sprechen wir da nicht weiter drüber. Und zwar ist das von Susan Anderson, Vor Schmetterlingen wird gewarnt. Also es klingt vom Klappentext her eigentlich ganz interessant. Also das ist so eine Liebesgeschichte und die Protagonistin in diesem Buch hat mit ihrer Highschool-Zeit zu kämpfen. Sie ist inzwischen eine gestandene Frau und steht auch mitten im Leben und hat auch einiges erreicht, was sie erreichen wollte. Doch dann taucht ihr alter Schulschwarm Kate wieder auf und bringt ihr ganzes Leben durcheinander. Und ja, also wie gesagt, es klingt jetzt nicht ultra schlecht oder so, aber das Cover, ne? Sprechen wir nicht weiter über das Cover. Das ist nicht so mein Fall, so gar nicht, ne? Ja, also wie gesagt, dieses Buch werde ich bei Gelegenheit irgendwann mal mit lesen, mal schauen wann. Dann habe ich vom Carlsen Verlag 2 Bücher bekommen und zwar ist das eine Oblivion Lichtflüstern. Das ist ja Obsidian nochmal aus der Sicht von ihm geschrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur Obsidian ist oder auch Onyx und Opal, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es Obsidian aus der Sicht von ihm. Und ich habe mich riesig gefreut, dass ich dieses Buch bekommen habe, denn es ist im Januar ja schon rausgekommen und deswegen hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es noch ein Rezensionsexemplar davon gibt, aber ich habe es bekommen und ich freue mich jetzt schon sehr drauf, das zu lesen. Ich hatte ja echt mit mir geschwankt, ob ich es mir kaufen sollte oder nicht und es ist ja das gleiche Buch wie Obsidian im Prinzip nochmal und ja, jetzt habe ich es, jetzt werde ich es definitiv lesen und euch berichten, wie es mir gefallen hat und ob es sich lohnt, es nochmal zu kaufen und dafür nochmal das Geld auszugeben. Aber ich freue mich schon auf jeden Fall drauf. Und das Cover ist wieder so cool wie die anderen Teile, das sieht im Regal dann ganz, ganz toll aus. Und wenn ich erst mein neues Bücherregal habe diesen Monat und nicht alles umräumen kann und wieder hübsch machen kann, dann kriegt ihr auch eine Bücherregaltour. I swear. Die letzte ist ja dann schon fast ein Jahr her. Dann habe ich vom Carlsen Verlag noch dieses Schätzchen hier bekommen, als ich die suchte von Lauren Oliver. Ich finde auch hier das Cover mega schön. Und das ist ja so ein Jugendthriller und da geht es um die beiden Schwestern Nick und Dara und die haben sich immer gut verstanden, bis Dara Nicks besten Freund Parker geküsst hat und dann war da noch ein Autounfall und dann sind die beiden irgendwie zerstritten und ja, dann verschwindet, jetzt muss ich mal gucken, Dara eines Tages und da sie schon das zweite Mädchen in der Gegend ist, was vermisst wird, hat Nick natürlich dann Angst, dass ihr da was ganz, ganz Schlimmes passiert und muss ihre Schwester natürlich finden und ja, ich finde, das klingt sehr, sehr interessant und auch hier freue ich mich schon drauf, dieses Buch dann jetzt mit zu lesen und auch hier werde ich euch natürlich schnellstmöglich berichten, wie ich es fand. Dann in meinem Unpacking noch mit dabei war Jennifer Estep Spinnenfeuer. Das ist der 6. Teil der Elemental Assassin Reihe. Ich habe den 5. hier, den habe ich noch nicht gelesen, aber bis zum 5. habe ich sie alle gelesen. Und ja, der 7. ist jetzt im März mit rausgekommen, der 8. kommt dann im Herbst. Deswegen muss ich da echt mal weiterlesen bei der Reihe, sonst komme ich da irgendwann nicht mehr hinterher. Ne? Ihr wisst, so ist das immer. Aber ich freue mich da schon drauf, denn ich liebe Jin, die Protagonistin hier, die ist einfach mega cool und eine coole Socke und ja, auch die ganzen anderen Charaktere in diesem Buch sind einfach toll. Finn ist toll und ach, alle sind toll. Und ich bin schon sehr gespannt jetzt auf den 5. Teil, weil das da jetzt zum großen Showdown erstmal kommt und was da alles so passiert. Und ja, freue mich jetzt diese Reihe hier dann auch endlich mal weiterzulesen. Ich lege jetzt mal hier drauf. Dann noch bei mir eingezogen ist von Bianca Yosimoni, Daughter of Darkness, Scarlet und Lara.
Scarlet ist der erste Teil der Daughter of Darkness und Lara ist der dritte und letzte Teil. Ich habe den zweiten Teil letztes Jahr bei Bianca bei einem Gewinnspiel gewonnen. Da habe ich mich riesig drüber gefreut und ich habe den Teil mega geliebt. Das ist eine so tolle Geschichte gewesen vom zweiten Teil. Und ich liebe ja den Schreibstil von Bianca Iosivoni total. Ich finde, diese Frau schreibt ganz, ganz tolle Geschichten und ja, freue mich jetzt riesig, dass ich die beiden Bücher dann mitlesen kann. Und damit wäre diese Reihe dann auch beendet, denn die Daughter of Darkness ist eine Trilogie. Und man kann die Geschichten unabhängig voneinander lesen. Also die hängen jetzt nicht unmittelbar miteinander zusammen und das finde ich auch richtig cool. Und ja, ich freue mich jetzt, diese beiden Bücher dann auch demnächst mit zu verschlingen. Das waren die Bücher von meinem Unpacking. Komme ich jetzt mal zu den Büchern, die sonst noch bei mir eingezogen sind im Februar. Und zwar von Veronica Roth-Rath, der neuen gezeichnet. Das ist der erste Teil dieser Dialogie. Und auch den habe ich schon gelesen. Ich kann euch das Video hier oben in der Infokarte auch mal mit verlinken. Da ist dann auch das nächste in dem Video ist dann auch das nächste Buch mit drin, was ich euch zeige. Und ich muss sagen, ich fand die Handlung mega gut von der Geschichte. Ich mochte die Charaktere total gern, aber der Schreibstil, ich weiß nicht, was die Autorin da gemacht hat. Und ob es an der Übersetzung lag, keine Ahnung. Auf jeden Fall war der Schreibstil nicht meins. Aber wie gesagt, mehr dazu erfahrt ihr dann in meinem Video da dazu. Auf jeden Fall ist dieses Buch bei mir eingezogen. Es ist eine Science-Fiction-Geschichte. Und in diesem Buch geht es um Kyra und Arkos und die beiden stammen von verfeindeten Stämmen. Und ja, wie das Leben dann so spielt, kommen die beiden in einer Situation zusammen, wo sie zusammenleben müssen. Und Kyra und Arkos müssen sich dann am Ende entscheiden, auf welcher Seite sie stehen und wer gut ist, wer böse ist. Und naja, das übliche Ilvis. Geschichte an und für sich war super cool, die Charaktere toll, aber der Schreibstil und das Worldbuilding war einfach eine Katastrophe. Also war leider nicht mein Fall. So, dann habe ich noch gelesen diesen Monat Wir fliegen, wenn wir fallen von Ava Reid. Dieses Buch habe ich von Lovely Books zugeschickt bekommen. Einfach so, keine Ahnung warum. Ich habe mich auf jeden Fall riesig drüber gefreut. Ich fand das Cover von diesem Buch schon mega cool, als ich es das erste Mal gesehen habe. Ich mag diese Farbe mit dem Weiß und oh, das ist so schön. Und ja, dieses Buch habe ich auch schon gelesen. In diesem Buch geht es um Yara und Noelle. Und Yara und Noelle gehen gemeinsam auf eine Reise um Phil, er ist der Großvater von Noelle und ein sehr guter Freund von Yara gewesen, seinen letzten Wunsch zu erfüllen und Dinge zu erleben, die Phil gerne in seinem Leben noch erlebt hätte. Und auf dieser Reise wird natürlich nicht nur die Liste erfüllt, sondern auch Yara und Noelle lernen mehr über sich selbst kennen und ja, verarbeiten ihre Vergangenheit, die passiert ist. Und es ist einfach eine richtig coole Geschichte gewesen. Also es ist so eine richtig schöne Geschichte über das Leben, die Liebe und dass man halt Sachen auch hinter sich lassen muss und mit Sachen abschließen muss, um halt im Leben weiterzukommen. Und ich fand das Buch richtig, richtig toll. Ich fand den Schreibstil mega gut und ja, kann euch das wirklich nur empfehlen. Es ist ganz, ganz toll. Und ich muss sagen, dass ich hier bei diesem Buch auch ohne den Schutzumschlag das Buch ganz toll fand. Ne? Also das ist jetzt nicht einfach nur so ein gebundenes Buch, sondern hier ist halt noch was drauf und das hat mir mega gut gefallen. Also finde ich richtig schön und ja, wenn ihr mehr zu dem Buch wissen wollt, schaut in meinem Video vorbei. So, das waren die Bücher, die ihr jetzt schon mal irgendwo gesehen habt. Kommen wir jetzt zu den anderen Büchern, die ihr noch nicht kennt. Und zwar ist bei mir eingezogen Die unendliche Geschichte von Michael Ende. Ich habe dieses Buch von Annika bekommen. Ich danke dir nochmal, Annika. Und das Coole ist, es ist diese bunte Ausgabe mit der roten und grünen Schrift und das finde ich mega cool. Die eine Schriftfarbe ist ja immer, wenn man in Fantasia ist und die andere Schriftfarbe ist ja immer, wenn man in der realen Menschenwelt ist und oh, ich finde das so cool und ich liebe Die unendliche Geschichte, den Film und ich habe das Buch noch nicht gelesen. Deswegen freue ich mich jetzt sehr drauf, dieses Buch endlich mitzulesen und ja, Die unendliche Geschichte, wer kennt's nicht? Wahrscheinlich die Jüngeren von euch kennen es nicht, aber die Älteren werden es auf jeden Fall alle kennen. In diesem Buch geht es ja um Bastian und Bastian findet ein Buch, die unendliche Geschichte und wird dann quasi in dieses Buch hineingezogen und erlebt dann diese Geschichte selbst. Und ja, es ist sehr, sehr interessant, was da alles passiert. Mehr brauche ich zum Inhalt, glaube ich, auch nicht verraten. Ich glaube, ihr kennt alle die unendliche Geschichte. Und ja, ich bin schon sehr gespannt. Ich freue mich da auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, wie das wird mit dem Lesen, mit dieser grünen Schrift, ob das sehr in den Augen wehtut oder nicht. Also schauen wir mal, ne? Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass ich das Buch bekommen habe. Danke, Annika. Ja, dann habe ich noch ein Buch geschenkt bekommen von der lieben Niki.
Auch hier, vielen, vielen Dank. Sie hat mich überrascht mit Insignia, die Weltenspieler von S.J. Kincaid. Ich habe ja Diabolik gelesen, letzten Monat von S.J. Kincaid und habe ja dieses Buch ultra gefeiert. Ich fand das ja so mega gut. Ich fand das Worldbuilding klasse, der Schreibstil war gut, die Handlung war mega, die Charakterentwicklung, oh mein Gott, die Charakterentwicklung war so gut bei Diabolik. Und ja, das ist die erste Reihe, die von der Autorin veröffentlicht wurde. Und da die Niki eine ganz, ganz liebe ist, hat sie mir halt den ersten Teil von dieser Reihe geschenkt. Und ich finde das sehr, sehr cool und ich werde dieses Buch mit Niki auch zusammen lesen. Und ja, mal gucken, wie uns das Ganze gefällt. Aber ich denke, wenn das vom Stil her ähnlich ist wie Diabolik, wird uns das Ganze sicherlich auch gefallen. Ich kann euch ja mal vorlesen, worum es in diesem Buch geht. Amerika in der nahen Zukunft. Die virtuelle Realität ist Toms große Leidenschaft und sein einziger Trost in einem ansonsten trostlosen Leben, bis man ihm überraschend einen Platz in der Elite-Schule des Pentagon anbietet. Da die Kriege der Zukunft im Weltall ausgefochten werden, ist man dort stets auf der Suche nach jungen Computergenies, die als virtuelle Weltenspieler die Kampfdrohnen steuern. Tom ist begeistert, erhofft sich Ruhm, Freundschaft und Abenteuer. Noch ahnt er nicht, welchen Preis er dafür bezahlen muss. Und ich finde, das klingt sehr, sehr interessant. Ja, ich freue mich da auf jeden Fall schon. Und Veronica Roth hat gesagt, sie werden dieses Buch nicht aus der Hand legen können. Schauen wir mal, ne, wenn Frau Roth das sagt. Ja, freue ich mich auf jeden Fall darüber, dieses Buch dann schon mitzulesen. Dann ist bei mir diesen Monat noch eingezogen, ich musste es kaufen, als es gleich rauskam, Rock Kiss 4, bis der letzte Takt verklingt, heißt der vierte Teil. Und in diesem Buch geht es ja um Abe und Abe war ja schon mal verheiratet, diese Ehe ist dann in die Brüche gegangen, wegen seiner ganzen Drogensucht. Und jetzt ist es so, dass Abe sein Leben in den Griff gekriegt hat und er möchte seine Ex-Frau Sarah zurück. Und ob ihm das Ganze gelingt oder nicht, das ist das, worum es im Rock Kiss, bis der letzte Takt verklingt, geht. Und ich freue mich schon sehr, diese Geschichte zu lesen. Ich bin gespannt, was der vierte Teil für uns bereithält und wie der wieder ist. Und ja, Nalini Singh, ne? Ihr wisst, ich liebe Nalini Singh. Ich werde dieses Buch auf jeden Fall jetzt die Tage mit anfangen. Gleich, wenn ich mit meinem Currently Reading fertig bin, was ich euch jetzt zeigen werde. Und zwar das letzte Buch, was ich euch zeigen möchte, ist auch im Februar bei mir eingezogen, logischerweise. Aber wer meinen Week-Vlog gesehen hat, der kennt es schon. Und zwar Wie die Luft zum Atmen von Brittany C. Cherry. Wie ihr seht, ist mein aktuelles Buch, was ich gerade lese. Und ich habe jetzt, wie gesagt, die ersten 87 Seiten gelesen und oh mein Gott, dieses Buch ist so unglaublich gut. Dieser Schreibstil ist so unglaublich gut. Mega. Hat mir mega gut gefallen. Ich habe schon Tränen gelacht in diesem Buch. Also die Freundin der Protagonistin ist so, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, aber die ist auf jeden Fall cool. Und ja, ich freue mich jetzt schon, dieses Buch weiterzulesen und ja, das habe ich mir halt, wie gesagt, diesen Monat noch gekauft. Und ich bin gespannt, was da jetzt alles noch passiert. Auch hier kann ich euch mal vorlesen, worum es in diesem Buch geht. Alle hatten mich vor Tristan Cole gewarnt, mich angefleht, ihm aus dem Weg zu gehen. Er ist ein Monster, er ist verrückt und er ist tief verletzlich, hatten sie gesagt. Er ist nichts als die hässlichen Narben seiner Vergangenheit. Doch was sie alle ignorierten, war die Tatsache, dass auch ich ein bisschen verrückt und tief verletzt war, dass auch ich Narben hatte. Und keiner von ihnen bemerkte, dass ich in Tristans Und keiner von ihnen bemerkte, dass ich an Tristans Seite endlich wieder atmen konnte. Denn nicht zu vergessen, wie man atmet, ist das Schwierigste, wenn man ohne die Menschen leben musste, die man von ganzem Herzen liebt. Und ja, ich finde, ne, das klingt schon mega gut. Das klingt schon mega gut. Die Sina von dem Kanal von Wörtern gefesselt hat es schon gelesen. Ich kann euch ja ihre Rezita dazu mal mit hier oben oder da unten verlinken. Da könnt ihr ja mal reinschauen. Da fasst sie alles nochmal gut zusammen, worum es in diesem Buch genau geht. Und ja, ich bin schon mega gespannt, wie das Ganze jetzt hier weitergeht und freue mich jetzt, dieses Buch weiterzulesen. Und ja, so, das waren jetzt die richtigen Bücher. Ein E-Book ist diesen Monat noch bei mir eingezogen und zwar dieses hier. XS beginnt von Annalena Kanau und X ist eine Zombie-Geschichte und ich finde die Cover mega cool. Die hat ja die liebe Laura gemacht, also unsere Laura Newman Laura. Und ich finde, hat sie richtig, richtig toll gemacht. Ich kann euch ja mal vorlesen, worum es in X geht. Zombie-Apokalypse, so etwas passiert, wenn überhaupt, nur in Hollywood und ist von Kreuztal, der beschaulichen Stadt im Siegerland, Lichtjahre entfernt. Es ist ein Wort, das der 16-jährigen Mila so egal ist wie der gepflegte Vorgarten ihres spießigen Nachbarn. Als allerdings genau dieser Nachbar eines Nachts vor ihrer Tür steht und sie fressen will, kommt sie nicht drum herum, sich mit dem Thema etwas genauer zu befassen. Und ja, ich finde, das klingt einfach sehr, sehr witzig und sehr, sehr interessant. Ich bin schon sehr gespannt auf dieses Buch. Ich weiß ja, dass die liebe Niki von Niki Paulas Bücherwelt diese Reihe total feiert und die mega gut findet. Und ja, ich bin ja schon sehr gespannt, den ersten Teil dieser Reihe zu lesen und ja, mal schauen,
wie es ist. Ich werde euch auf jeden Fall wieder auf den Laufenden halten und euch berichten, wie es mir gefallen hat. Aber ich finde, es klingt halt sehr, sehr interessant und ich mag ja Zombie-Geschichten und Zombie-Bücher und freue mich da auch schon sehr drauf, dieses Buch damit zu lesen. Das waren meine Neuzugänge vom Februar. Wie gesagt, es ist im Februar wieder alles etwas eskaliert. Ach, im Januar war das so schön, ne? Fünf Bücher gleich gelesen. So sollte es sein, aber nicht so. Naja, egal, was will man machen, kann man nicht ändern. Habt ihr eins von diesen Büchern schon gelesen? Dann schreibt mir eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Interessiert mich wie immer. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.